Taxi! Taxi! Oh Mann, immer dann, wenn du die Dinger brauchst. Ursprünglich wollte ich ja heute die U-Bahn nehmen. Von wegen Störung im Betriebsablauf, Zugausfälle, Schienenersatzverkehr. Mein Gott, das dauert doch ewig. Wissens, wenn es für uns Orchestermusiker eine Tugend gibt, dann Pünktlichkeit. Zu einer Generalprobe kommst du nur einmal zu spät. Taxi! Hallo, Taxi! Ach Mist, schon wieder besetzt. Verdammt, 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 was mache ich jetzt nur, was mache ich jetzt? Ach, ich sehe nur noch eine Chance. Ich renn schnell heim und schnapp mir mein Radl. Dann könnte ich es gerade noch so schaffen, wenn ich presto in die Pedale trete. Na, dann werde ich aber ganz schön außer Atem sein. Oh Gott, und das bei der Moldau. Am Anfang von der Moldau brauchst du extrem viel Atem. Seitenweise Sechzehntel, lange Bögen, kaum Pausen. Und das äußerst exponiert. Wie soll das nach dem Gehetze bloß funktionieren? Ja, manchmal wünschte ich mir schon, ich hätte Kontrabass studiert. Die können sich doch prima hinter ihren Pulten verstecken, rein musikalisch. Wem fällt schon auf, was die so zusammenschrobben? Okay, 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 ich bin genervt und ungerecht. Genau genommen lieb ich ja mein Instrument. Klein und handlich. Auch wenn das mit der Intonation von dem Cis problematisch ist. Und erst die solistischen Möglichkeiten. Für uns hat der Mozart zwei wunderbare Konzerte geschrieben. Und die Sonaten vom Bach und vom Händel, die sind wirklich vom Feinsten. Die Posaunen und Fagotte können da nur neidisch sein. Einen Nachteil hat mein Instrument aber schon. Wir sind viele. Und im Orchester brauchst du halt keine zwei Dutzend wie bei den Geigen. Da musst du beim Probespiel schon sehr, sehr gut sein. Bei der Konkurrenz. Na, endlich, da vorne in dem schönen Altbau, da wohne ich. Herr im Himmel, jetzt fängt's auch noch zu regnen an. Fehlt nur noch, dass mein Fahrrad einen Platten hat.